Hallo und herzlich willkommen beim Brickclamp. Da geht es um Klemmbausteinsätze der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario und jawohl, tatsächlich gelernter Klempner. Heute geht es um ein Set oder zwei Sets eines unbekannten Herstellers. Wenn ihr bei mir das erste Mal einschaltet, in der Regel geht es bei mir um Filmsets und das ein oder andere Mal auch um Sets, die nicht so sehr dem, ich sag mal, Mainstream entsprechen. Mir geht es bei den Dingen, die ich hier baue, eben um die Sets, um nicht mehr und nicht weniger. Und dann sind auch die ein oder anderen Sachen mal dabei, die im Moment vielleicht nicht so sehr auf YouTube gehypt werden. Zumindest geht es heute um das Thema Nintendo. Ich bin ja mit Videospielen groß geworden, da waren das noch die Automaten in der Dorfkneipe, in den Dorfkneipen, also zumindest mal bei mir im Ort, als es noch mehrere Kneipen gab, da habe ich mein Geld dann in den Automaten wie Invaders versenkt, Donkey Kong natürlich, Saxon war dabei, Gladius, auf jeden Fall Centipede war auch dabei. Diejenigen von euch, die so wie ich Jahrgang 67 sind, die werden wissen, wovon ich spreche. Na, zumindest habe ich dann Anfang der 90er, mal abgesehen von der Zeit davor mit dem Commodore 64, Anfang der 90er mir einen Super Nintendo zugelegt. Ich war eher so ein bisschen der Zocker, der die schnellen Spiele gemocht hat. Street Fighter 2 oder auch F-Zero habe ich sehr, sehr gern gespielt. Und auch Mortal Kombat. Damals war das nur unterm Ladentisch zu bekommen. Naja, zumindest bin ich dann irgendwann, ich glaube in einer Zeitschrift war es, dann auf den Artikel zu Zelda gestoßen. Link to the Past. Sorry, ich bin im Englisch nicht sehr gut, Schulenglisch. Ich meine Link to the Past heißt es oder hieß es. Und habe mir das dann zugelegt. War erstmal ein bisschen skeptisch, weil das ja eher ein Spiel ist. Zumindest habe ich das so gelesen. Da setzt man sich mal nicht schnell eine halbe Stunde dran und zockt kurz vor sich hin. Und dann bin ich tatsächlich an dem Spiel kleben geblieben. Großartig, fantastisch, ich war begeistert. Ich hatte schon lange keinen so großen Spielspaß damals zu der Zeit. Wie gesagt, schnelle Spielchen, aber wie man immer wieder versucht, das nächste Level, das nächste Rätsel zu lösen, das war schon bei Zelda für mich damals zumindest einzigartig. Vielleicht kennt ihr das auch, ne? Nur noch kurz das Rätsel und dann bin ich ins Bett und beim Einschlafen habe ich gedacht, warte mal. Das da hinten könntest du so lösen, dass so, jetzt hast du doch eigentlich die Waffe. Nochmal einschalten und von vorn. Also, ich nehme mal an, ihr kennt das. Und habt mir dann damals dann das Nintendo 64 zugelegt. Ich bin zwischendurch auf PlayStation 1 umgestiegen, ne? Tomb Raider, beziehungsweise F-Zero, sag doch mal. Ich komme doch jetzt nicht drauf, ich hatte es doch eben noch im Kopf. Naja, das Spiel mit den Renngleitern. Ich komme doch gerade. Ja, egal. Wahrscheinlich fällt es mir später wieder ein. Zumindest bin da mal auf PlayStation 1 umgestiegen und habe mir dann das Nintendo 64 zugelegt, weil dann das neue Zelda dort angekündigt wurde. Ocarina of Time, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Naja, also bin ich ein bisschen bei dem Zeug kleben geblieben. Ich spiele auch bis heute mit der PlayStation. Werd nachher wahrscheinlich nochmal dann Star Wars Skywalker Saga von Lego einlegen und ein bisschen zocken. Naja, und ich bin dann beim Stöbern eben auf diese beiden Sets gestoßen und das hat mich dann an die gute alte Videospielzeit erinnert. Wir machen das jetzt so, ich wechsle jetzt die Kameraperspektive, dann hole ich euch auf den Klemmbaustein Esszimmertisch und dann sehen wir uns zu meinem ganz persönlichen Fazit wieder. Eins schicke ich schon ein bisschen vorweg. Ich überlege jetzt gerade, ob ich mir nicht noch von Lego die Nintendo Konsole, so nenne ich es mal, besorge, weil ich kann mir vorstellen, dass die zusammen doch recht gut aus. Wieder ein Problem, wieder was zu bestellen. Naja, also andere Kameraperspektive und dann sehen wir uns zu meinem ganz persönlichen Fazit wieder. Also, bis gleich. Da haben wir sie, die Tüte mit Links. Link? Zelda? Link? Ja. Links Schwert. Hier der QR-Code. Ich hatte die Tüte schon aufgemacht und habe es halt eingescannt, um zu schauen, ob es funktioniert, ging. Und dann gucken wir mal, was wir da haben. Sorry, an die Kamera gestoßen. Randaliert praktisch. Oh, Teiletrenner. Ja, Tüten, ich hau das mal auf meinen Teller. Und dann gucken wir uns die Teile an und die Bauanleitung. So machen wir es. Die Anleitung ließ sich völlig problemlos runterladen. Es lässt sich gut rein- und rauszoomen.
Die Teile, die angebaut werden, sind rot umrandet. Ja, das sieht übersichtlich aus. Völlig Roms, Bombs. Völlig okay. Dann schauen wir uns mal Teile an. Es geht gut ineinander. Ankuspunkte hier. Kaum zu sehen. Nehmen wir mal die Steine. Hier auch ganz, sieht ihr das? Ganz klein. Super. Also das sieht echt klasse aus. Es geht gut ineinander. Prima. Haben wir noch irgendwo hier vielleicht. So. Plate. Also Fliese. Meine ich natürlich. Das sieht gut aus. Können ja mal das hier drauf noppen. Geht gut. Ja, ich probiere jetzt nicht so viel aus. Ich will loslegen. Hab Bock drauf. Und ich melde mich natürlich zwischendurch. So schaut's aus. Ich denke, ihr könnt das sehen. Es gibt deutliche Farbabweichungen. Mal schauen dann hinterher. So im Gesamtbild. Auch hier könnt ihr das sehen. Wie das dann aussieht. Hier hinten Kratzer, aber das ist dann die Rückseite. Da fällt es, glaube ich, nicht so auf. Hier unten die Plates, das geht echt schwer ineinander, könnt ihr das sehen. Die drücken sich auch immer wieder hoch. Das passt mehr recht als schlecht. Steht auch ein bisschen kippelig. Naja, mal gucken, wenn der Rest stimmt, dann ist schon okay. Ich bin da mal gespannt. Hyrule wächst. Ihr könnt das sehen, beim Grün gibt es deutliche Farbabweichungen, macht jetzt aber nichts. Finde ich jetzt nicht schlimm. Es lässt sich schön aufnoppen hier, das ne, Triforce. Ich guck mal, ob ich es rausmache. Hoffentlich kriege ich es dann wieder rein. Ne, das ist hier so ein ist das Schild, wie auch immer. Und dann hier drauf ne, kriege ich es wieder hin. Ich muss hier irgendwie vorbeigucken, Entschuldigung. Und zack. Ja, das geht. Das geht hier gut von Hand. Das mag ich ja, das Kleinteilige. Aber das wisst ihr ja. Stehe ich drauf. Der Sockel ist fertig. Ganz schick geworden, finde ich. Hier, ich nehme an, Zelda das Schloss, der Vulkangipfel. Ja, sieht doch ganz gelungen aus. Und jetzt kommt, wo haben wir es hier? Das Schwert. So, ich habe es schon mal ausgerichtet hier. Geguckt, wo ich die Kamera einpacken muss. Jetzt machen wir den Rest zusammen. Der Griff. Dann kommt das hier hin. Das kommt dahin. Könnt ihr sehen? Ja, ich denke. So. No. Fertig ist es. Nur ein bisschen noch zurück. Farbabweichung könnt ihr erkennen. Auch hier im Schwert. Auch hier. Seht ihr das? Ich mache mal ein bisschen ran. Trotzdem an für sich ganz gelungen. Dann baue ich mal noch den Link. Und ja, Tüte machen wir natürlich auch beim Link. Auf die Schnelle. Da liegt er. Der Link. Auch hier habe ich wieder vorher geöffnet und den QR-Code eingescannt, um zu schauen, ob es funktioniert. Hat problemlos geklappt. Gucken wir uns gleich nochmal rasch an. Das sind die Teile. Hier wieder mit diesem Ziplock-Beutel. Ich haue es auf die Teller und dann gucken wir mal kurz. Die Anleitung, das geht von jetzt auf gleich los, nicht wie eben Hyrule, erstmal das fertige Set zu sehen. Ich weiß nicht, was das hier wird, vielleicht der Torso. Lässt sich problemlos rein und rauszoomen, alles erkennen. Ich mache mal ein bisschen schneller, Teiletrenner war dabei. Das sind Plates, ach, da hat sich noch was versteckt. Wo machen wir das denn hin? Ich suche jetzt nur die passende Schale, damit ich da nicht zu lange suche. Da. Klemmt gut.
Fliese glänzt, da ist nichts matt. Ja, ich gucke mir jetzt hier nicht mit euch so viele Teile an. Ist auch alles sehr kleinteilig. Ich hoffe, das hält gut, klemmt gut. Ich leg los. Die Teile passen gut und klemmen gut. Hab jetzt hier den Unterkörper gebaut, die Beine. Mal gucken, ob man das später noch ein bisschen positionieren kann. Was mir fehlt, könnt ihr das sehen. Hier so eine Fliese, so wie da. 1x3. Das fehlt leider. Mal gucken, muss ich hinterher meinem Teilefundus mal schauen. Hier vorne die Schürze. Jetzt schauen wir mal. Sieht da ein bisschen schepp aus. So. Machen wir mal zusammen. Könnt ihr das sehen? Wenn ich baue, dann nusche, bin ich immer so leise, ne? Ja, ich muss mich auch konzentrieren. Dass mir hier nicht auseinanderbröselt. So. Wir machen mal die Arme zusammen dran. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das muss so. Ah, könnt ihr das überhaupt sehen? Nee. Ein Unterarm. Dann hier rein der Oberarm. Und der, muss ich mal gucken, so rum. Natürlich der, ich habe am Mikro vorbeigesprochen, Entschuldigung. Und der Unterarm. Und jetzt, ich habe mal vorgeblättert, kommt der Kopf. So, jetzt versuche ich das mal mit euch zusammen. Der Körper, der Bogen, der Pfeilköcher, das Schild, das Schwert, hier ist der Kopf. Ja, das ist alles kleinteilig, hält aber wirklich gut. Also die Klemmkraft, das passt. Jetzt auch mal gucken, dass ich hier im Bild bleibe. Den Kopf da drauf, ich hoffe, das funktioniert. Klack. Ja, den habe ich jetzt verloren hier. So. Jetzt. Dann das Schwert. Ach, ich lege mal am besten hin. So, hier dran. Jawohl. Das Schild. Ich muss mal weiterblättern. Oh, jetzt müsst ihr warten, ne? Das ist blöde. Das Schild. Hier so hin. Jo. Der Köcher. Das ist schlecht. Und dann sage ich noch, das hält. Und dann gucken wir mal weiter. Der Köcher soll hier hin. Ich glaube aber andersrum gedreht. So. Sitzt der Bogen. Soll dann hier hin. Sitzt, ein bisschen spannen. Oh, ich gucke am Mikro vorbei, Entschuldigung. Also ein bisschen spannen. Jetzt nuschel ich alles vor mich hin. Jetzt muss ich hier nochmal mit dem Schild gucken. Ich setze den hier mal mitten drauf. Ist wahrscheinlich besser. So. Jo. Kann man da noch ein bisschen ausrichten. Mal gucken. Ich glaube, kommt ja noch so eine Plate, wo es drauf gestellt wird. Ich liege erstmal vorsichtig an die Seite. Jetzt ist was abgegangen. Ja, das ist echt fummelig. Hier hinten der Bogen. Mal gucken, ob ich es wieder dran kriege mit einer Hand. Jo, muss das dann nur nochmal holen. Ich spann. Ganz langsam. So. Ja, ja, kleine Teile. Hoffentlich hat euch jetzt nicht gelangweilt. Ich muss es aber drauf lassen. Gehört ja dazu. Ja, da. Stand ist gebaut. So ein bisschen Hyrule. Soll das wahrscheinlich darstellen. Und dann stellen wir vorsichtig den Link mal da drauf.
Jetzt muss ich mal ein bisschen hier vorbeigucken. Da ist Noppenaufnahme. Einmal. Zweimal. Ach sorry, er war nicht komplett im Bild. Und schon steht er. So schaut's aus. Hier hinten hat was gefehlt. Hier unten fehlt eine 1x8 Fliese in Schwarz. Ein bisschen noch spannen. So. Ich hoffe, ihr könnt alles ein bisschen erkennen. Oberkörper lässt sich ein bisschen drehen, vorsichtig. So vielleicht. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da sind wir ja gleich so ein bisschen jetzt bei der Ansicht. Wartet mal, ich ändere mal die Kameraperspektive. Können wir uns das Schwert auch noch gleich anschauen. Dann gucken wir uns beides nochmal zusammen an. Ich will euch nichts vorenthalten. Das hier ist übrig geblieben bei Link. Das ist übrig geblieben bei dem Schwert. Dann vielleicht nochmal Link drehe ich euch. Ist wirklich schön. Es hält relativ gut. Ihr habt das gesehen, auch wenn es mal vorhin kurz auseinandergefallen ist, in Anführungsstrichen. Es ist teilweise auf einer Noppe, aber entscheidend ist ja, dass wenn man es draufstellt, dass das gut hält und sich vielleicht auch ein bisschen positionieren lässt. Alles so mit, ich sag das mal, Standardteile. Das gefällt mir wirklich ganz gut. Ganz schön geworden. Und dann hier nochmal das Schwert, das in dem Sockel steckt. Ganz hübsch hier. Ja, ich mache ein bisschen Fazit schon, ne? Das ist ganz gut geworden. Ich glaube, ich habe den Vulkan gar nicht ordentlich gesetzt. Ich glaube, der wird eher so. So, warum sagt ihr mir das denn nicht? So, kann man das Schwert nochmal rausnehmen. Dann habt ihr es nochmal komplett gesehen. Fazit, ne? So wie ihr es kennt. Mein persönliches Fazit zu Link und ich nehme mal an, wenn ich es richtig im Kopf habe, dem Hyrule-Schwert. Erstmal ein paar Informationen zum Set. Bestellt und gekauft habe ich über AliExpress in meinem Lieblingsshop, Replicable Block Mock Store. Der Link hat 21,96 Euro gekostet. Geliefert werden 490 Teile plus einige Teile, die übrig geblieben sind. Und das, ich nehme immer noch an, Hyrule-Schwert. Hyrule-Schwert, genau. Da habe ich bezahlt 22,16 Euro für. Geliefert werden 382 Teile plus einige Teile, die übrig geblieben sind. Den beiden Sets liegt jeweils ein QR-Code dabei. Ich habe den dann mit meinem Tablet eingescannt. Ging völlig problemlos, ohne Schwierigkeiten, rein- und rauszoomen. Alles kein Thema, kein Problem. Kommen wir mal zuallererst zum Design. Und das ist meine ganz persönliche Sicht der Dinge darauf. Fangen wir mit Link an. Ich finde den absolut gelungen. Großartig. Man erkennt sofort, zumindest ich, als ich die Bilder gesehen habe, worum es geht. Er hat seine Accessoires und Utensilien dabei, seine Waffen, die er dann nach und nach erobert. Und ich finde das wirklich gelungen. Und gerade, weil es so kantig ist, jeder Stein ist, ich sag mal von der Form her, ich nenne das mal so ein Original. Da gibt es keine Spezialsteine und ähnliches. Und es hat wirklich, wie ich meine, einen hohen Wiedererkennungswert. Zumindest mal für diejenigen, die sich mit dem Zockerthema in der Vergangenheit beschäftigt haben. Ja, man kann natürlich ein bisschen kritisieren, dass das ein bisschen zu eckig und kantig ist. Aber am Ende ist das wie immer Geschmackssache. Ich finde es tatsächlich gut. Das Schwert finde ich ebenfalls gelungen. Zumindest was das Design angeht. Ich finde, das ist eine schöne, tolle Idee, hier so die Welt von Hyrule nachzubilden. Das Schloss, der Vulkan, hier unten das Dorf, so ein bisschen die Wälder. Das ist eine tolle Geschichte. Und gerade, dass man das Schwert dann so reinstecken kann. Ich finde das gelungen. Das ist eine prima Designidee, auch hier unten, wie das Triforce dann gestaltet wurde. Prima. Und auch hier jeder Nintendo-Zocker wird sofort erkennen oder Zockerin, worum es da geht. Kommen wir mal zur Qualität der Steine. Bei Link hatte ich überhaupt keine Probleme. Gute Klemmkraft, alles passt gut, alles sitzt gut. Die Oberflächen sind wirklich prima, die glänzen. Ich hatte da überhaupt keine Schwierigkeiten. Da kann ich mich nicht beschweren. Durchgängig gute Klemmkraft.
Nix war zu fummelig, ne? Da bin ich eigentlich schon wieder ein bisschen beim Bau. Ach komm, jetzt ziehen wir das gleich durch. Der Bau war einfach und nachvollziehbar. Nix war unfair fummelig. Nix war zu lose. Klar, das ist alles ein bisschen kleinteilig, aber ihr habt das ja möglicherweise in den anderen Videos schon von mir gehört. Ich mag ja dann das Kleinteilige. Da komme ich durchaus gut zurecht mit und da habe ich Spaß dran. Gefehlt haben hier beim Link zwei Teile, eine Fliese 1x3 war das und hier hinten eine Fliese 1x, jetzt muss ich mal gucken, 1x8. Aber das fällt gar nicht weiter ins Gewicht. Ich habe ein paar andere Teile gefunden, habe ich verwenden können. Da ging es hier innen drin ums Bein. Gar kein Problem. Kommen wir mal zum Schwert. Zuerst zur Steinequalität. Alles klemmt gut, alles hält gut. Ich hatte keine Schwierigkeiten. Das Einzige, was ein bisschen problematisch war, das waren hier unten, das sind die Plates. Da braucht es erst den Druck der Steine von oben, damit die sich richtig nach unten legen. Aber am Ende überhaupt kein Problem. Was ein bisschen schade ist, ist, das sind die Farbabweichungen, gerade hier bei dem Schwert. Ich habe euch das gezeigt. Ich finde, ist aber immer noch ein bisschen zu verschmerzen. Ansonsten hat nichts gefehlt. Der Bau war einfach, nachvollziehbar. Man steckt die Steinchen ineinander, die Welt wächst. Mir hat das großen Spaß gemacht und ich finde, das Schwert ist auch gelungen. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich bin total zufrieden mit den Sets und ich habe es am Anfang eben schon gesagt. Die beiden sorgen dafür, dass ich jetzt ernsthaft darüber nachdenke, ob ich mir nicht noch die halt Nintendo, die Konsole Wipeout. Wipeout hieß das Spiel für die PlayStation 1. Bums, da ist es. Kennt ihr das? Das passiert mir so oft. Wipeout. So, wo war ich denn? Und dass ich mir die Lego-Konsole besorge. Also die Nintendo Lego. Vielleicht ich muss mal gucken. Dann messe ich mal aus. Aus. Hoch ist der Link. Hoch. Hoch ist Link circa 22 cm breit. So wie ich ihn jetzt hier positioniert habe. Circa 15 cm und breit tief. Alles eine Frage der Perspektive. Ja, wäre ja jetzt hier ungefähr ja, so 8 cm. Das Schwert ist hoch. Circa 30 cm lang. Circa 11,5 und breit tief. Alles eine Frage der Perspektive. Auch hier circa ja, so 8 cm. Ja, ich bin damit zufrieden. Dann schon ein Hinweis auf Sonntag. Da präsentiere ich euch den Lego DeLorean. Und tatsächlich habe ich dazu wieder eine Geschichte zu erzählen, ein Erlebnis gehabt. Ich hatte die Kinokarte, war nicht im Kino, wusste aber am Ende genau, worum es ging. Und das war ein recht schönes Kinoerlebnis. Was da los war, das erzähle ich euch dann am Sonntag. Dann war's das. Lasst mir den Social Media Kram da, Rim, Bim, Bim, Daumen, Herzen, Abos, empfehlt mich weiter, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann behaltet es für euch. Und dann sage ich ja, bis zum Sonntag. Tschüss, euer Brickklempner. Ciao.